Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Andi und wir fertigen heute so ein leuchtendes Brett, das auf Berührung reagiert. Durch die Plexiglasscheibe kann man schön die Elektronik sehen, wie auch den Akku, der induktiv geladen werden kann. Die Sensoren registrieren eine Berührung als auch Gläser. Allerdings müssen die mit einer Flüssigkeit gefüllt sein. Etwas Ähnliches habe ich schon mal gepostet, nur gibt es hier etliche Verbesserungen, die ich euch gerne zeigen möchte. Solltet ihr das Ganze nachbauen wollen, empfehle ich euch meine Etsy-Seite. Da gibt es die reine CAD-Zeichnung, den E-Satz mit der Elektronik oder die komplette Hardware zum Fertigstellen, was natürlich seinen Preis hat. Wir starten mit den Fräsarbeiten. Zum Einsatz kommt ein Eichebrett, etwa 25 mm stark. Das erste Werkzeug wird eingespannt, ein 6 mm Holzschneider. Zuerst kommt die Außenkontur und dann die inneren Waben. Man kann das Brett mit einem 6 mm oder einem 8 mm Werkzeug fräsen. Beide Fräsbahnen sind in der Fusion-Datei hinterlegt. Die Oberseite mache ich mit dem 6 mm und die Unterseite mit dem 8 mm Werkzeug. Die Oberseite ist fertig. Der kleine Steg am Boden ist so dünn, dass er einfach mit dem Messer ausgezäunt werden kann. Mit einer blauen Nylonbürste wird das Ganze noch leicht nachgearbeitet. Nun folgt die erste Epoxy-Schicht. Es ist ein klares Epoxy und soll erstmal die Basis schaffen und die Wände versiegeln. Was es mit der Schalung auf sich hat, erkläre ich später. Es folgt die zweite Schicht, die Deckschicht. Auf 360 ml kommen 40 Tropfen Blau und 20 Tropfen Weiß, um einen semi-transparenten Look zu erzeugen. Das Holz ist im Wasser und so sieht das Epoxy aus. Ich mache immer mit Absicht etwas mehr von dem Epoxy. Erstens schrumpft es beim Trocknen und zweitens will ich keine Materialstärke vom Holz verlieren beim späteren Planen und das soll einfach die Schalung verhindern. Und so sieht es aus, wenn es geplant wird. Ihr könnt den zuvor verwendeten 6 mm Fräser benutzen, das dauert nur etwas länger. Abschließend bekommt die Kante noch eine hübsche Rundung und das mache ich mit der Oberfräse. Wir machen weiter mit der Unterseite. Dieses Mal verwende ich einen 8 mm Schrubbfräser, einfach um zu zeigen, dass man es mit beiden Fräsern machen kann. Musik
werden nacheinander alle Fräsoperationen abgefahren. Wie man sieht, greife ich in eine laufende Maschine. Das sollte man natürlich nicht machen. Nur wenn ich das nicht machen würde, würdet ihr nichts mehr erkennen können. Und deswegen sage ich, ihr seid selbstverantwortlich für eure Sicherheit. Ganz zum Schluss zeigt mir die Maschine bzw. der Laser, wo der spätere Taster hinkommt. Ihr könnt aber auch den Messschieber auf 8 mm einstellen und mit einem Anschlagwinkel das Maß übertragen. Hier nochmal in der Konstruktion schön zu sehen. Kommen wir zur Nacharbeit. Mit einem Schleifpapier wird die Kante etwas gebrochen und mit der Nylonbürste wieder leicht geputzt. Nun muss noch das Loch für den späteren Taster gebohrt werden. Ich mache das in mehreren Durchgängen. Zum Schluss muss man auf 12 mm kommen. Und nach dem finalen Schliff kann auch schon geölt werden. Ich benutze ganz gern das Öl von HeliaCare, aber das ist natürlich euch überlassen. Ich persönlich finde diesen Schritt eigentlich am schönsten. Da kann man erst seine ganze Arbeit voll zur Geltung bringen. Nun wollen wir noch die Rückwand aus Plexiglas machen. Das machen wir mit einem 6 mm Einschneider, wegen der Wärmeabfuhr. So sieht das gute Stück aus. Die Maschine hat die Löcher nicht ganz durchgebohrt, weil sonst würde ich in meinen Tisch fahren und das Vakuum verlieren. Deswegen muss es von Hand durchgebohrt werden. Kommen wir zum finalen Schritt, die Endmontage. Hier kann man nochmal sehen, was der E-Satz beinhaltet. Neben dem Akku und der Induktionsspule natürlich noch die Platinen und die LEDs. Ebenfalls enthalten sind natürlich die Füße und die Einschraubmuttern, der Taster und ein Widerstand, auf den ich später zu sprechen komme. Zuallererst werden mit einem kleinen Imbusschlüssel die vier Füße montiert. Neben dem Standardwerkzeug benötigt ihr noch eine Heißklebepistole und einen Lötkolben und deswegen werden auch Fachkenntnisse vorausgesetzt für die Endmontage. Nun werden die Einschraubmuttern eingesetzt. Achtet dabei, das möglichst senkrecht zu machen. Hier wirken keine großen Kräfte, deswegen sollte man beim Anziehen es nicht übertreiben und ein Ausreißen riskieren. Nun setzen wir das Herzstück ein, die Platinen. Alle sind gleich und völlig autark. Als nächstes werden die Verbindungsbrücken präpariert. Da es sich nicht um RGB-Module handelt, wird eine Leitung davon entfernt. Die Farbe kann etwas variieren. Deswegen gilt, beim Einstecken ist es die Ader, die zur Platinenmitte zeigt. Hier in meinem Fall weiß. Bei dem letzten bzw. bei der ersten Verbindungsbrücke wird der Stecker komplett abgeschnitten. Das wird die spätere Zuleitung für alle Module. Wir holen die Powerbank und die darin enthaltene USB-Leitung. Den USB-C-Stecker benötigen wir nicht, deswegen trennen wir den ab und entmanteln die Leitung.
Die grün-weiße Datenleitung benötigen wir ebenfalls nicht und kommt deswegen weg. Als nächstes wird der Schalter verdrahtet. Hier im Bild ist es etwas schwer zu erkennen, deswegen zeige ich es auf dieser Zeichnung, wie es zu verdrahten ist. Bevor wir das Ganze fest verdrahten, sollten wir es auch noch testen, nicht dass uns noch ein Fehler unterlaufen ist. Wie wir sehen können, funktioniert die Elektronik und auch der Schalter leuchtet blau, also so wie es sein soll. Kommen wir zur letzten Platine und dem Widerstand. Der Sogestrom der Platinen ist so gering, dass die Powerbank keine Last erkennt und sich deswegen abschaltet. Mit dem Widerstand erhöhen wir den Sogestrom und somit schaltet sich die Powerbank nicht mehr aus. Bevor wir alles mit dem Heißkleber fixieren, wollen wir noch die Induktionsspule an die Powerbank anschließen. Mit dieser kleinen Spule kann das Brett wie ein Handy geladen werden, auch durch die Plexiglasscheibe. Nun wird alles mit Heißkleber fixiert. Wir starten mit den Platinen. Die Antenne sitzt auf der Rückseite der Platine, deswegen ist es ganz wichtig, beim Aushärten die Platine fest gegen das Brett zu drücken. Solltet ihr so ungeduldig sein wie ich, könnt ihr das Ganze mit Kältespray beschleunigen. Mit einer Feile, einem Schaber oder ähnlichem müsst ihr die Reste vom Heißkleber entfernen, weil sie sonst zwischen Plexiglas und dem Brett liegen würden. Nach den Platinen folgt nun die LED. Hier gibt es nicht viel zu beachten, es darf nur nicht höher stehen als der Holzring. Das doppelseitige Klebeband der LEDs ist leider nicht ausreichend, deswegen muss es noch zusätzlich mit Kleber fixiert werden. Hier eine Nahaufnahme. Nach den LEDs folgt die Verbindungsbrücke. Ich starte tatsächlich in der Hälfte der Leitung und zwar auf der Höhe vom Epoxy und dann vermittle ich die Überstände in beide Hälften. Und zum Schluss müssen die Leitungen nur noch irgendwie in dem Ring platziert werden und auch hier gilt, es darf nicht überstehen. Hier nochmal eine Nahaufnahme, wie die LEDs und die Leitungsüberstände zu montieren sind. Und so sieht es aus, wenn es komplett verdrahtet wurde. Ich muss sagen, das ist ein tolles Gefühl, wenn es zum ersten Mal leuchtet. Ich bin vom Ergebnis absolut begeistert. Wenn ihr das Ganze nachbauen solltet, werdet ihr verstehen, was ich meine. Und schaut euch mal dieses Ergebnis an. Es leuchtet wunderschön, reagiert einfach super und ich finde in Kombination mit dem Eicheholz einfach fantastisch. So sieht der leuchtende Taster aus und soll euch zeigen, dass er noch an ist. Denn durch den Widerstand wird die Powerbank nicht ausgehen. Von der vorherigen Version sind einige Fragen aufgekommen. Wie zum Beispiel, wie lange leuchtet es, wenn man ein Glas aufstellt? Schauen wir uns das Ganze an. 19.14 Uhr haben wir es aufgestellt und 19.19 Uhr ist es ausgegangen, also knappe 5 Minuten. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie lange hält denn eigentlich der Akku? Wir verbinden die Powerbank und ein Mikrocontroller simuliert das ständige Betätigen. Wie lange hält denn eigentlich der Akku? Das ist sehr schwer zu beantworten, weil ja nie alle Module gleichzeitig leuchten. Aber trotzdem wollte ich mit einem Mikrocontroller das ständige Betätigen simulieren, und zwar von allen Waben, also von allen Modulen. 2.45 Uhr. Hier ist der Akku leer gegangen, also hat der Akku, wenn man alle Module ständig betätigt, 6 Stunden gehalten und damit völlig ausreichend für jede Party. Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen animieren, das vielleicht nachzubauen. Schreibt mir doch einfach mal, was ihr davon haltet. Und wenn Fragen auftauchen, immer gerne. Am besten in die Kommentare, dann haben alle was davon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.